So, nachdem wir uns jetzt durch die Rechnerei und die Datenaufbereitung gequält haben, machen wir unsere ersten echten Korrespondenzanalysen. Und dieses Mal Korrespondenzanalyse mit PAST. PAST ist ein Programm, das aus dem Rahmen der Paläontologie entwickelt worden ist. Ein frei zugängliches, kostenloses Statistikpaket im Ganzen. Damit kann man noch sehr viel mehr machen als Korrespondenzanalyse, wie sich auf der Website sehen lässt, die unter dieser Adresse zu finden ist in Norwegen. Aber eben auch Korrespondenzanalyse, das, was uns jetzt momentan interessiert. Und es ist ein relativ einfaches Programm, was die Zugänglichkeit und das Herunterladen anbelangt. Und es gibt eine recht umfangreiche Dokumentation, die man sich auf der Website anschauen kann und die auch die statistischen Methoden im Einzelnen erklärt. Zumindest relativ weitgehend. Wir wollen es jetzt einfach mal direkt runterladen über Download Past. Und es ist eine ausführbare Datei, also keine Installation ist nötig. Man speichert einfach diese Datei an eine bestimmte Stelle, die man dann wiederfindet, öffnet sie und kann damit gleich loslegen. Ich speichere mir die Datei mal direkt auf meinen Desktop ab. Speichern. Und habe jetzt hier Past und kann das Programm starten, nachdem ich bestätigt habe, dass es harmlos ist. Voilà, und es sieht bereits Excel sehr ähnlich. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten, Dinge, die man hiermit machen kann. Uns interessiert erst einmal nur die Korrespondenzanalyse, mit der wir uns jetzt auch beschäftigen werden. Gut, Past hat standardmäßig verschiedene Eingabemodi und Berechnungsmodi, die sich hier oben über diese Leiste auswählen lassen. Und wir wollen erst einmal unsere Daten dort eintragen. Ich habe hier schon mal einen Datensatz vorbereitet, der bereits bereinigt ist. Wie das geschieht, kann man in einer vorherigen Episode sich anschauen. Und dieser Bereich hier ist mein eigentlicher Datenbereich, den ich komplett markiere und kopiere aus einer Excel-Tabelle oder aus OpenOffice, je nachdem. Wir sehen hier, dass hier Spaltennamen, Zeilenlabels, Zeilennamen und Spaltenlabels mit in der Tabelle drin sind. Gehen wir rüber zu Past. Wir befinden uns momentan im Edit-Mode. Und wir wollen nicht nur die Werte, die hier drin sind, editieren, wo wir jetzt einfach irgendwelche Werte eingeben könnten, sondern wir wollen auch die Labels editieren, also die Spalten- und Zeilennamen. Damit werden diese Bereiche hier auch auswählbar und ich kann dort andere Werte eintragen oder ich kopiere und füge einfach das ein, was ich in der Excel-Tabelle habe. Steuerung V bzw. Edit Paste. Der Datensatz ist eingefügt. Ich gehe aus dem Editiermodus für die Labels heraus und die entsprechenden Spalten und Zeilen sind richtig benannt und ich gehe insgesamt aus dem Editiermodus heraus, um in den Analysemodus zu wechseln. Im Analysemodus, hier ist noch ein bisschen was aus Excel mitgekommen, das uns nicht interessiert, wähle ich mir die Bereiche aus, die ich bearbeiten möchte oder mit denen ich Berechnungen anstellen möchte, indem ich mit der Maus entsprechend diese Bereiche auswähle, klicken, ziehen und den Datenbereich, den ich analysieren möchte, damit markiere. Und wir wollen ja einfach nur eine Korrespondenzanalyse mit diesen Daten machen, also es versteckt sich hier unter Multivar und unter vielen anderen Möglichkeiten unter Correspondence für Korrespondenzanalyse. Ein Klick und im Grunde genommen ist die Korrespondenzanalyse damit schon erfolgt, auch wenn wir noch nicht allzu viel davon sehen. Was wir aber sehen, ist bereits eine Angabe der Achsen bezüglich deren Eigenwert, deren Inertia-Anteil und deren Prozentzahl des Inertia-Anteils, wie ich die ja bereits in einem vorhergehenden Video erläutert habe, was sich darunter versteckt. Müssen wir nicht so weit hier im Detail darauf eingehen. Nur
So viel, wir sehen hier, unsere erste Achse nimmt 22,5% der Informationen auf, die zweite Achse 13,5%. Also wir sind um und bei 46% der Informationen des gesamten Datensatzes, der durch die erste und zweite Achse aufgenommen wird und entsprechend auch im zweidimensionalen Raum dargestellt werden kann, was ja sehr angenehm ist. Gut, wenn wir mehr sehen wollen als diese Achsen und deren Eigenwertanteil, so können wir hier auf View Scatter klicken und kriegen sofort eine Anzeige der von der ersten und zweiten Achse im Diagramm gegeneinander aufgetragen. Wir können dieses Fenster größer machen, um ein bisschen mehr zu sehen. Und hier sind unsere einzelnen Datenpunkte, das Ergebnis der Korrespondenzanalyse, aufgetragen. Wir haben hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Zum einen, wo soll unser Diagramm starten? Hier sind Werte vorgewählt. Ich kann das noch ein bisschen verändern. Und Irrtum, ich kann es nicht verändern. Doch, ich kann es verändern. Auswählen, eintragen, Enter drücken und der veränderte Wert wird hier übernommen und unser Diagramm wird dementsprechend umgeformt. Wenn man eine andere Darstellung wählen möchte, normalerweise sind die voreingestellten Werte aber schon recht gut. Wir sehen momentan angehakt hier unsere Rows, unsere Samples, also die Fundstellen, die ausgewählt werden sind. Wenn wir noch wissen wollen, welche Fundstellen wir dort sehen, kann man über Labels die entsprechenden Zeilennamen hinzufügen. Wir können uns weiterhin unsere Spaltenpunkte anzeigen lassen, also unsere Variablen, wo die landen, und auch diese mit den Labels entsprechend benennen und somit das Ergebnis der Korrespondenzanalyse auch etwas sichtbarer gestalten. Weiterhin gibt es hier die Möglichkeit, eine 95% Ellipse einzuzeichnen, die den 95% Bereich des Datensatzes umkreist, oder eine konvexe Hülle, die sämtliche Fundstellen eingrenzt und den Bereich markiert, ist vielleicht mal ganz interessant, wenn man eine Anwendung dafür findet. Hier drunter können wir auswählen, welche Achsen wir gegen welche Achsen angezeigt bekommen wollen. Im momentanen Fall ist erste Korrespondenzanalyse-Achse gegen zweite. Wir können weitere Dimensionen hier auswählen, dritte, vierte, je nachdem, was man gerne sehen möchte. Und darunter finden wir den Punkt View Numbers. Damit sehen wir dann die Koordinaten der Korrespondenzanalyse der einzelnen Fundstellen auf den einzelnen Achsen. Und wenn wir weiter nach unten gehen, nicht nur der Fundstellen, sondern auch der Variablen, wie sie hier aufgetragen werden. Und diese sind eben äquivalent abzugreifen. Wenn ich meine Fundstelle Zieglitz hier aussuche, bei 0,14 negativ, landen wir hier etwa, das passt. Und 1,5 positiv landen wir auch hier. Also das sind die Koordinaten, die jetzt hier dargestellt sind. Diese Zahlenwerte kann man sich auch kopieren und wiederum zum Beispiel in eine Excel-Datei einfügen. Die einzelnen Spalten sind über Tabulatoren voneinander getrennt. Wenn ich das jetzt hier einfüge, habe ich die Werte da und kann sie gegebenenfalls mit einem anderen Programm darstellen, wenn ich es möchte. Gut. Also hier verstecken sich die Zahlenwerte drin. Ich kann auch diese Grafik kopieren und mit einem Zeichenprogramm, zum Beispiel Photoshop, dann entsprechend weiter bearbeiten. Ich kann auch diesen Plot ausdrucken. Es kommt ein XPS-Dokument dabei raus, sofern man keinen weiteren Drucker vorher installiert hat, was bei mir nicht der Fall ist. Gut. Also der Plot, den wir gerade haben,
Das ist jetzt von Zeichenprogramm zu Zeichenprogramm unterschiedlich, wie man das Ganze öffnet. Ich habe hier Photoshop drauf, wo mir bereits die Maße aus der Zwischenablage voreingestellt sind. Und wenn ich das jetzt einfüge, habe ich hier meine Korrespondenzanalyse dargestellt. Nicht besonders schön, aber es ist zumindest eine erste Möglichkeit, um sich das Ganze anzuschauen und vielleicht auch weiter zu verarbeiten. Jetzt könnte man das Ganze auch mit einem vektorbasierten Programm öffnen, was jetzt hier im Hintergrund hoffentlich bald aufgeht. Ein bisschen warten ist mal angesagt. Und wenn ich hier meinen Datensatz einfüge, zum Beispiel über Bearbeiten einfügen, habe ich hier auch eine Möglichkeit, das als vektorbasierte Datei weiter zu bearbeiten und dementsprechend natürlich auch skalierungsunabhängig in verschiedene Größen bringen und gegebenenfalls in eine Publikation setzen. Wobei die Ausgabe von Past vielleicht noch nicht ganz die optimale ist, aber das ist zumindest ein Anfang. Das sind die Möglichkeiten, die Past einem bieten. Auf jeden Fall reicht es aus, um eine Korrespondenzanalyse durchzuführen. Verschiedene Möglichkeiten sind hier leider nicht dabei, wie zum Beispiel Einfärben von bestimmten Untergruppen, so dass man sie in der Korrespondenzanalyse auch sehen kann, oder weiterführende Analysen, die bietet Past nicht, dafür aber einen sehr angenehmen und schnellen Zugang zum Thema Korrespondenzanalyse, wenn sie einfach mal schnell durchgeführt werden soll. Und wie gesagt, abgesehen davon, diverse andere statistische Untersuchungen, die mit diesem Programm möglich sind. Das so viel zu Past und das nächste Mal weiter mit einem anderen Programm.